Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Heute möchte ich dich dazu einladen, mir über die Schulter zu schauen, während ich eine Spitze passend zum Körbchen häkle. Und wie ich das Körbchen geflochten habe, zeigte ich in meinem letzten Video. Für die Einlage habe ich die oberen Außenmaße des Körbchens genommen, damit es sich gut über den Rand krempeln lässt. Die Spitze häkel ich seitlich, denn damit lässt sie sich gut über die benötigte Länge anpassen. Eigentlich mag ich das handelsübliche, robustere Garn, aber für diese Spitze habe ich die etwas filigranere Variante gewählt. Ich beginne erstmal mit 10 Luftmaschen und für den besseren Überblick blende ich dir meine Häkelschrift ein.